Moin, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Fred aus der Lüneburger Heide. Und ich habe den schönsten Job, den ein Pferd in der Heide überhaupt haben kann. Mit meiner besten Freundin Britta und meiner Lieblingskollegin Maya zeige ich vielen Besuchern von nah und fern auf unseren Kutschfahrten unsere schöne Heimat. Denn das bin ich auch, und zwar mit Leib und Seele, ein waschechtes Heidekutschpferd. Und da ihr ja nicht alle gleichzeitig in unsere schöne Kutsche passt, erzähle ich euch, wie es hier so ist und was Britta, Maya und ich den lieben langen Tag so alles erleben. Ach, und Motte natürlich, unsere Sicherheitschefin, die kann ganz toll bellen. Heute möchte ich euch ein paar meiner anderen Heidefreunde vorstellen. Neben Britta natürlich. Die ist und bleibt meine Nummer 1. Super Freunde, die habe ich wirklich hier in der Heide in Hülle und Fülle. Zum Beispiel die Heidschnucken. Schnuckis! Die sehen tatsächlich recht füllig und fluffig aus, wenn sie noch nicht geschoren sind. Und lustig sind sie auch. Was machen zwei wütende Schnucken? Sie kriegen sich in die Wolle. Wir haben uns einen geheimen Gruß ausgedacht, den nur wir Tiere hören können. Übersetzt in Menschensprache geht der so. Wann immer wir an einer Schnuckenherde vorbeifahren, rufe ich Heid, Heid! Und meine Freunde blöken Schnuck, Schnuck! Man muss auch mal etwas verrückt sein. Ich find's gut. Die Heidschnucken sind ganz wichtig für die Heidesträucher bei uns. Sie sind sozusagen unsere tierischen Landschaftsflieger. Denn die Triebe der Heidepflanzen sind neben Weidegras ihr Lieblingsfressen. Daher kommt auch der Name Schnucke. Das plattdeutsche Wort snickern heißt übersetzt schnökern, also naschen. Und die naschen eben gern die Schnucken. Das ist übrigens Will, der Schäfer dieser Herde. Insgesamt gibt's in der Heide rund 11 Heidschnuckenherden mit ungefähr 400 Schnucken pro Herde. Und sogar ein paar Ziegen sind mit dabei. Die fressen nämlich das Holzig an den Sträuchern total gern. Ganz schön viele Landschaftspfleger und Freunde, oder? Ich bin richtig stolz, dass ich all ihre Namen kenne. Naja, fast. Manchmal vergesse ich auch ein paar Dutzend. Viel kleiner als die Schnucken, aber genauso wichtig für die Landschaft sind meine kleinsten Freunde, die Wilden und die Heidebienen. Die sind sogar so wichtig, dass sie einen eigenen kilometerlangen Erlebnispfad haben. Na, ich denke, der ist wohl nur für die Zweibeiner gedacht, um ihnen ein bisschen was über unsere fleißigen Bienchen beizubringen. Denn die Bienen können ja ganz praktisch fliegen und dabei den leckeren Heidehonig sammeln, den Britta so mag. Und alle, die ich bisher beim Honigkosten beobachtet habe, blickten dabei auch so versonnen lächelnd wie sie. Der muss also wirklich gut sein. Obwohl ich ja frischen Hafer bevorzuge, muss ich sagen, der ist crunchy. Zu meinem tierischen Freundeskreis gehören auch die Dülmener Pferde, die wild, also ganz ohne Stall und so hier leben. Und die Wilseter Roten, das ist so eine wuschelige Rinderart. Mit den Dülmener Pferden, Schnucken und Ziegen vervollständigen sie das Landschaftspflegerteam der Heide. Übrigens, da gibt's eine wilde Stute, die ich echt sexy finde. Die guckt auch immer. Dann mache ich mich direkt etwas größer und tänzele so ein wenig herum. Das soll Frauen ja beeindrucken. Aber mein Herz gehört ja schon Britta. Doch vielleicht ist sie ja mit Teilen einverstanden. Ich werde das mal überprüfen. Freunde, die ich weniger oft sehe, dafür aber fast immer gut hören kann, sind die besonderen Heidevögel. Zum Beispiel die Heidelerche, deren Gesang einfach zur Heide dazugehört. Oder der Ziegenmelker. Nein, doch nicht der. Ich meine die scheuen Vögel, die meist am Waldrand wohnen,
erst in der Dämmerung aktiv sind und ganz lustige Töne machen. Und die heißen wirklich Ziegenmelker. Oder die Birkhühner in den Mooren. Die sind auch klasse. Und sogar unser Leitvogel hier in der Heide. Das ist schon eine Ehre, oder? Aber im Grunde kommt's ja gar nicht so sehr auf die Ehre, sondern das Wohlfühlen an. Ich glaube, all meine Freunde fühlen sich hier genauso wohl wie ich. Und weil Freunde sich auch besuchen, trabe ich jetzt mal zu den Wildpferden los und hoffe, die süße Stute ist auch da. Aber verratet es keinem. Bis moin. Ich schick euch frohe lila Grüße. Euer Fred.